Kommen wir zu externem Rechnungswesen Teil 16. Ich hatte bereits angekündigt, dass dieses hier das letzte Video zu externem Rechnungswesen sein wird. Dann gehen wir weiter mit internem Rechnungswesen, mit der Kosten- und Leistungsrechnung insbesondere. Und hier nochmal der Abschluss, eben die Übung F und dann die Übungsaufgabe 13. Was Sie hier sehen, war nochmal ein Hinweis, ich denke, die meisten haben es gesehen, von einem Studierenden, der nochmal Rückmeldung gegeben hat, dass diese Zahl hier nicht stimmen kann bei der Aufgabe 11. Da ist einfach ein Übertragungsfehler, hat stattgefunden. Die 6.000 Euro müssten natürlich auch hier stehen. Das kann so natürlich nicht richtig sein. Das ist aber wirklich nur ein Übertragungsfehler. Im Weiteren ist die gesamte Aufgabenstellung mit den 6.000 Euro weiter bearbeitet worden. Insofern stimmt das Ergebnis. Aber natürlich ist hier 6.000 Euro einzutragen bei Steuern vom Einkommen und Ertrag, glaube ich, sollte das hier sein. Zweiter Hinweis, den Sie vielleicht auch bei YouTube gesehen haben, war die Frage, wie umfangreich dieser Anteil hier der Buchungssätze an der Klausur sein wird. Das kann ich Ihnen ehrlich gesagt nicht sagen im Moment, weil die Klausur ist noch nicht fertig. Ich plane aber zum Ende des Semesters hin nochmal eine Wiederholungssession, vielleicht auch im Sinne einer guten oder einer sinnvollen Big Blue Button Meetings. Und dann weiß ich auch mehr, weil wir aufgrund der Corona-Bedingungen ohnehin nur 90 Minuten schreiben können. Damit dürfte klar sein, dass ich jetzt hier keine riesigen, umfangreichen Buchungssätze einbauen kann, weil dann sind sie ja allein schon mit 90 Minuten beschäftigt. Ich würde es aber positiv andersrum formulieren. Wenn Sie die Aufgabenstellung bearbeitet haben und sie grundsätzlich verstanden haben, sind Sie für die Klausur definitiv gut vorbereitet, für diesen Teil jedenfalls. Das hat sich in der Vergangenheit auch immer so gezeigt. Die Vorlesung halte ich also vom Inhalt her nicht zum ersten Mal, sondern schon über viele Jahre. Und auch da gilt, was ich auch eingangs mal erwähnt habe, hier ist wirklich, ist es so, das ist ja jetzt keine Raketenwissenschaft oder so, sondern das ist einfach eine Sache, die man sich per Fleiß erarbeiten muss. Und wer das sich per Fleiß erarbeitet, der hat typischerweise dann irgendwann ist der Groschen gefallen, dann geht das so in, ich sag mal, ja, ins Blut über und dann weiß man auch, wie das Ganze entsprechend zu buchen ist. Und wie gesagt, dann ist man gut vorbereitet und erfahrungsgemäß zeigt es sich auch, wenn man die Ergebnisse der Klausuren anschaut, dass es oft so ist, dass es einige gibt, die wirklich auch alles richtig haben, weil sie es grundsätzlich verstanden haben und einige eben, die sich mit den Aufgaben nicht beschäftigt haben und dann natürlich Schwierigkeiten bekommen. Gut, machen wir weiter mit der Aufgabe 13. Die Aufgabe 13 umfasste ja auch nochmal, ich sag mal, so zusammenhängende Dinge, nämlich auch nochmal hier das Thema Steuern. Da musste man eigentlich von der Aufgabenstellung her nur darauf achten, nur in Anführungsstrichen darauf achten, dass wir wieder zuzügliche Umsatzsteuer haben. Wir haben ein paar hier Pensionsrückstellungen und haben inklusive Umsatzsteuer. Da musste man vielleicht mal genau lesen. Das ist auch ganz wichtig, weil das sollte man grundsätzlich natürlich immer sehr sorgfältig tun. Und insofern ist diese Aufgabenstellung aber auch eine ganz gute Zusammenfassung dessen, was wir in den letzten Wochen hier so im Kontext von externem Rechnungswesen uns erarbeitet haben und jetzt hier eben auch inklusive Steuer oder auch hier nochmal Verkauf von Anlagegegenständen und dementsprechend hier auch bei der Aufgabenstellung D eben die Umsatzsteuerkonten abzuschließen und diese dann auch als Forderung oder eben Verbindlichkeit gegenüber dem Finanzamt dann auch zu buchen sind. Wenn wir da mal reinschauen, ist es so, dass gehen wir hier mal rein, dass wir, ich gehe mal hier durch, das war die Aufgabenstellung 11. Die Aufgabe 13 jetzt natürlich auch, stelle ich Ihnen wieder rein bei Moodle. Das heißt also, Sie müssen jetzt hier nichts mitschreiben, so wie ich das bei allen Übungsaufgaben mache, dass ich Ihnen die hinterher reinstelle. Finden Sie dann also auch bei Moodle. So, die Aufgabenstellung war, glaube ich, beim Eröffnungsbilanzkonto relativ, ja, was ist relativ eindeutig. Wir hatten Kasse, Bankforderung, Fahrzeuge, die Pensionsrückstellung und ein paar Verbindlichkeiten. Und dann das Ergebnis hier, das Eigenkapital, was sich dann als Residualgröße wieder ergibt. Summe dann 278.000 Euro.
Ich denke, das sollte für die meisten von Ihnen jetzt keine große Herausforderung sein. Und wenn wir dann weiterschauen, die Eröffnungsbilanz, Konto, Buchungen, würde ich jetzt auch im Detail nicht drauf eingehen, weil das sollte auf jeden Fall schon geläufig sein, beziehungsweise sollten Sie können. Schauen wir mal kurz auf die entsprechenden laufenden Geschäftsvorfälle. Wir haben bei der Nummer 3 haben wir eben Büromaterial mit Vorsteuer an Bank. Das ist, glaube ich, jetzt nichts besonders Ungewöhnliches. Genauso hier, dass unsere typischen Buchungen, die wir immer haben, wenn wir ja Erlöse erzielen, also Forderungen an Umsatzerlöse und Umsatzsteuer. Dann haben wir diese Energiekosten und bei den Energiekosten war ja die Besonderheit dabei, dass wir etwas abgrenzen mussten und das ergibt sich eben auch aus der Aufgabenstellung, wenn man da entsprechend nochmal reinschaut. Das ist die Nummer 7. Nein, die Nummer 6, Entschuldigung, die Nummer 6. Und wenn man da eben drauf schaut, ist ja hier gesagt, es wurde ein Vertrag mit einem Energieversorger geschlossen. Monatlich sind 1200 Euro zu bezahlen. Der Vertrag läuft ein Jahr und beginnt am 1. August des aktuellen Jahres. Und die gesamte Summe ist am 1. August im Voraus per Banküberweisung für ein Jahr zu begleichen. Und das bedeutet dann natürlich auch, dass wenn wir müssen auf jeden Fall eine Banküberweisung am 1. August über den Gesamtbetrag anweisen. Das ist schon mal der erste Schritt. Ich glaube, das ist sehr gut nachvollziehbar. Und dann haben wir uns ja eine Leistung erkauft, die auch in das neue Jahr reinreicht. Aber im neuen Jahr nehmen wir nur noch die Leistung in Anspruch, nämlich die Energieversorgung und nicht mehr die Zahlung, die wir im alten Jahr geleistet haben. Dementsprechend schreiben wir uns das, ich versuche es mal so wieder plastisch auszudrücken, gut. Und diese Gutschrift muss natürlich dann ein Vermögensgegenstand sein. Das bedeutet, dass der nur auf der entsprechenden Aktivseite der Bilanz stehen kann. Und damit kann es auch nur ein sogenannter aktiver Rechnungsabgrenzungsposten natürlich sein. Und das sehen wir dann auch, wenn wir in die Aufgabenstellung wieder oder in die Lösung reinschauen, dann sehen wir das hier, dass wir die Energiekosten haben. Da musste man jetzt nur noch ein bisschen, sage ich mal, aufpassen mit Steuer. Das war nämlich inklusive Steuer, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Muss so sein, weil wir hier an Bank natürlich den Gesamtbetrag inklusive Steuer bezahlen müssen. Und dann haben wir hier den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten zur Abgrenzung in dem jeweiligen Jahr, damit wir auch sicherstellen können, dass hier dann hinterher durch die Saldierung der Energiekosten auf der Soll-Seite des Kontos und dann auf der Haben-Seite durch den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten nur der Rest, also der Rest der Differenz aus diesen beiden Beträgen im alten Jahr verbleibt, nämlich genau der Aufwandsanteil, der auch in das alte Jahr hineingehört. Ich denke, das ist nachvollziehbar, hatten wir auch. Dann haben wir diese Steuerrückstellung, die gebildet wurde hier. Das ist, glaube ich, auch nichts super Ungewöhnliches. Dann haben wir wieder Umsatzerlöse, die direkt schon gegen Bankkonto gebucht werden. Die Reisekosten hatten wir auch schon mal als Fall. Dann haben wir den Kauf einer Maschine. Dann entsprechend Abschreibungen, die wir auch hatten wir ganz am Anfang der Vorlesung, wenn Sie sich erinnern, als wir die ersten Aufwandsbuchungen durchgeführt haben, da kam ja die Abschreibung insbesondere her. Das haben wir also auch hier wieder als Wiederholung. Deswegen finde ich die Aufgabe als Zusammenfassung auch immer ganz gut. Dann haben wir die Pensionsrückstellung. Und die haben dann hier, das sieht man sehr schön, eben auch nicht ausgereicht sozusagen. Deswegen haben wir hier nochmal diesen periodenfremden Aufwand. So, dann haben wir als nächstes hier die Kasse an Forderungen. 398 Euro. Bei der Nummer 16 haben wir die Maschine mit der Vorsteuer an Kasse. Und dann bei der Nummer 17 haben wir jetzt hier, da habe ich den Buchungssatz mal zusammenhängend dargestellt, eben die Bank mit 67.830 an die Fahrzeuge. Und wir haben ja 57.000 Euro für die Fahrzeuge bekommen.
Deswegen haben wir hier noch einen Ertrag aus Abgang von Vermögensgegenständen von 19.000 Euro. Das Ganze netto. Deswegen haben wir hier nochmal eine entsprechende Umsatzsteuerbuchung. So, dann machen wir weiter hier. Das sind natürlich jetzt die ganzen Kontodarstellungen. Wie gesagt, Sie kriegen die Übungsaufgabe, da brauche ich jetzt nicht drauf eingehen, hier auch nicht. Und dann haben wir jetzt hier den Abschluss des Steuerverrechnungskontos. Das ergibt sich dann logischerweise natürlich hier aus der Umsatzsteuerkonto und dem Vorsteuerkonto. Und das Ganze ist jetzt hier in dem Steuerverrechnungskonto saldiert. Hier sieht man die Summe aus dem Umsatzsteuerkonto und hier die Summe aus dem Vorsteuerkonto. Differenz sind 13.746 Euro. Und damit ist klar, in der Aufgabenstellung war es gesagt, wir sollen das als Forderung oder Verbindlichkeit buchen. Diesen Saldo aus dem Steuerverrechnungskonto bedeutet jetzt hier, man sieht es schon, wir haben den Saldo im Soll. Das heißt, wir müssen das Konto auf jeden Fall im Soll ansprechen. Da bleibt uns dann auch gar nichts anderes als eine Verbindlichkeit, weil wir eben viel mehr Umsatzsteuer vereinnahmt haben, als wir an Vorsteuer auch entsprechend bezahlt haben. So, das sind nochmal die entsprechenden GOV-Buchungen. Da brauche ich, glaube ich, auch nicht drauf eingehen. Und dann landen wir hier bei der Schlussbilanz, beim Schlussbilanzkonto. Und da sehen wir dann eine Summe von 348.528,82 Euro. Hier ist dieser aktive Rechnungsabgrenzungsposten, den wir gebildet haben. Der muss natürlich auf dieser Seite stehen, deswegen ist er nämlich auch aktiv. Und wie gesagt, wenn Sie das Ganze ja auch durchgebucht haben und zu dieser Summe kommen, dann sollte nichts schiefgegangen sein. So, bleibt uns noch als letztes die Auflösung der Unterlage F hier. Gehen wir darauf ein, genau. Wir haben jetzt hier also diese Aufgabe F. Wir haben hier alle Angaben für diese Personalbuchung. Ich habe Ihnen das schon gesagt, Sie müssten jetzt nichts ausrechnen, wenn sowas drankommen würde. Ich würde immer so eine Vorgabe hier machen, damit Sie jetzt nicht irgendwie da Prozente ausrechnen müssen, sondern die entsprechenden Beträge, abzuführenden Beträge und so weiter, die würde ich in der Aufgabenstellung auf jeden Fall nennen. Dann haben wir hier auch schon klar vorgegeben, was wir an Beständen haben: Bank, aktive Rechnungsabgrenzungsposten, Pensionsrückstellung und Verbindlichkeiten. Was ich aus meiner Erfahrung berichten kann, ist, dass man vielleicht immer mal ein bisschen aufpasst, wenn man ein Eröffnungsbilanzkonto erstellt, dass der aktive Rechnungsabgrenzungsposten und der passive Rechnungsabgrenzungsposten auf der richtigen Seite stehen. Natürlich sagt es eigentlich der Name, ne? Also der aktive Rechnungsabgrenzungsposten muss natürlich zum Beispiel immer dastehen, wo die Bank steht. Aber gleichwohl irgendwie vielleicht auch in der Hektik einer entsprechenden Klausur oder dem Stress einer Klausur geht da schon mal was daneben. Dann haben wir hier die Aussage, die Pensionäre erhalten im Jahr 2016 Auszahlung aus den Rückstellungen in Höhe von 2.400 Euro. Auch hier, die erhalten jetzt diese Auszahlung aus der Rückstellung. Das heißt, es ist nicht gesagt, dass eine entsprechende Auflösung des Rückstellungskontos angezeigt ist. Hier ist dann gesagt, wir sollen den Rechnungsabgrenzungsposten auflösen und am Ende werden sogar neue Pensionsrückstellungen gebildet in Höhe, ich muss aber was trinken, von 6.000 Euro. So ist der Frosch vielleicht weg im Hals. Machen wir hier weiter. Ich denke, das Eröffnungsbilanzkonto ist jetzt nicht wieder so herausfordernd. Ich habe es gerade gesagt. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten hier natürlich da, wo die Bank ist. Das waren unsere beiden einzigen, sag ich mal, Bestände, unsere Vermögensbestände sozusagen. Mit den 234.000 Euro dann. Verbindlichkeiten waren gesetzt und die Pensionsrückstellungen waren gesetzt. Dann bleibt ein Eigenkapital von 150.000 Euro. Mehr bleibt uns da nicht über. Dann natürlich wie immer Bank an EBK, aktive Rechnungskosten, Abrechnungsabgrenzungsposten an EBK, EBK an Eigenkapital, EBK an Pensionsrückstellung und EBK an Verbindlichkeiten. Ich denke, das sollte allen klar sein.
Gucken wir auf die Buchungssätze 1. Schauen wir in die Buchungssätze rein. Ich weiß nicht, was mit mir heute los ist. Aufgabe 3, jetzt Fall 1. Also wir müssen jetzt erstmal schauen, dass wir jetzt diese Personalbuchhaltung hinbekommen. Und da wollte ich jetzt nochmal kurz drauf eingehen und Ihnen eben sagen, wir gucken uns immer erstmal das Lohn- und Gehaltskonto an. Da muss ja die Gesamtsumme auch auftauchen, die durch diese Überweisung an den Mitarbeiter eben ausgelöst wird. Hier, das ist der Nettobetrag an den Mitarbeiter. Also hier hinter dem Bankkonto würde jetzt auch das persönliche Bankkonto natürlich irgendwo stehen, des einzelnen Mitarbeiters. So ist das auch ausgesteuert in den Systemen. Dann haben wir die einbehaltenen Steuern. Die werden uns auch entsprechend vorgegeben, nämlich das ist der Anteil des Beschäftigten hier an den entsprechenden, also sein persönlicher Steuersatz. Und dann ein persönlicher Satz der abzuführenden Sozialversicherungsbeiträge, der ja, ich hatte es beschrieben, eben davon abhängig ist, ist er verheiratet, Kinder, welche Krankenversicherung und so weiter und so weiter. Deswegen immer die Vorgabe, was diese Sozialversicherungsbeiträge betrifft. Wenn man sich das eben dann auch zusammenrechnet, haben wir dann hier zusammen das Bruttoentgelt auf dem Konto, nämlich was ihm dann überbleibt, sind diese 1864. Die anderen haben wir jetzt auf diesen entsprechenden Konten sozusagen zwischengeparkt, nämlich die einbehaltene Lohnsteuer und die abzuführende Sozialversicherungsbeiträge. Das sind die von dem entsprechenden Mitarbeiter oder Mitarbeiterin. Und das ist der Arbeitgeberanteil. Warum ist der höher, habe ich Ihnen gesagt, weil wir auch noch diese Unfallversicherung bezahlen müssen als Arbeitgeber. Aber danach würde ich jetzt auch in der Klausur nicht fragen, das ist jetzt nicht so wichtig. So, dann haben wir also die abzuführenden Sozialversicherungsbeiträge, nämlich die Summe hier. Damit gleichen wir dieses entsprechende Konto auch aus und buchen das an das entsprechende Bankkonto. Und dann haben wir noch das Thema der einbehaltenen Steuern. Das ist ja wie ein, das sieht man jetzt hier auch sehr schön. Wir haben wirklich, deswegen passt der Name so gut auch, wir haben hier vom Konto sozusagen gedanklich oder vom Gehalt des Mitarbeiters Steuern einbehalten. Die überweisen wir jetzt an den Staat sozusagen und das ist hier unten diese Buchung mit den einbehaltenen Steuern. So. Und wenn wir uns jetzt die weiteren Buchungssätze anschauen, wir hatten gesagt, eine Auszahlung aus den Pensionsrückstellungen mit 2.400 €, das ist, denke ich, einfach und gut nachvollziehbar, Pensionsrückstellung an Bank mit 2.400 €. Dann haben wir den Aufwand für Steuern gegen diesen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten. Die Aufgabenstellung sagte, der soll aufgelöst werden im neuen Jahr. Und damit haben wir hier diesen Aufwand für Steuern. Also wir haben dann im alten Jahr, wenn Sie so wollen, eine Steuervorauszahlung geleistet und jetzt in diesem Jahr, nachdem wir es im alten Jahr bezahlt haben, kommt nur noch der Anteil der Steuern, die uns jetzt in diesem Jahr betreffen, quasi auf dieses Aufwandskonto. Dann haben wir zusätzliche Erhöhung nochmal der Pensionsrückstellung. Das war dieser fünfte Fall. Deswegen Aufwendung für Altersvorsorge an Pensionsrückstellung. Und wenn wir das Ganze jetzt abschließen, haben wir einmal das Konto, was wir gerade hatten. Also die entsprechenden Einzelkonten finden Sie weiter hinten gleich. Können Sie nochmal drauf schauen. Gewinnverlustrechnung an Lohn und Gehalt. Das sind die 3.500, die wir summarisch dadurch haben, dass wir hier 1, 2, 3, das sind die 3.500. Ne? Das ist der Saldo hier aus dem Konto. Dann haben wir den Arbeitgeberanteil, den wir ja separat bezahlen. Den gleichen wir über hier das Gewinnverlustrechnungskonto aus. Dazu hatte ich auch gesagt, dass das hier eben der Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung immer ein wichtiger politischer Hebel ist, weil wenn man jetzt quasi ungehemmt beispielsweise Renten steigen lassen würde, dann wäre natürlich immer auch der Arbeitgeberanteil deutlich höher, der Arbeitnehmeranteil auch, aber der Arbeitgeberanteil und so verteuert sich halt mit jeder dieser politischen Entscheidungen der einzelne Arbeitsplatz. Dann haben wir Gewinnverlustrechnung an Aufwand Steuern. Das hatten wir hier oben gesehen. Das sind die 22.000, nämlich durch die Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens. Und wenn wir das Ganze dann noch abschließen hier mit dem Aufwand für Altersvorsorge, das sehen wir hier oben. Das sind die Pensionsrückstellungen, die wir neu gebildet haben. Die sehen wir jetzt hier. So, wenn man das jetzt einfach überträgt, ja, dann sollte da bei Ihnen entsprechend
einen Verlust rauskommen in Höhe von 32.307. Nehme ich die Gesamtsumme aus diesem Betrag. Warum? Weil wir hier keine Umsatzerlöse gebucht haben. Da kann dann auf der Habenseite unseres G&V-Kontos auch entsprechend nichts stehen. So, wenn wir jetzt das Ganze weiter abschließen, haben wir natürlich hier die Buchung, kann nicht anders sein, 32.307 gegen das Eigenkapital. Das nimmt er natürlich entsprechend ab. Das sehen Sie da unten schon eingeblendet. Dann haben wir Eigenkapital an SBK, nämlich genau mit der Restgröße, den 117.693 Euro. Dann haben wir unser Bank. Konto, nämlich mit noch 205.293 Euro. Und wenn wir dann weitergehen, haben wir diese Pensionsrückstellung noch mit 27.600. Da hatten wir ja was ausgezahlt und was dazu gebucht oder nochmal, ich sag mal, plastisch angespart. Und dann haben wir zum Schluss noch die Verbindlichkeiten, die hatten wir jetzt hier gar nicht angerührt sozusagen. Die schließen wir auch noch ab. Und dann bleibt die Summe im Schlussbilanzkonto von 205.293 Euro. So, ich blende das jetzt hier nochmal kurz auf. Können Sie sich ja nochmal auch anschauen, wie die einzelnen Konten dargestellt sind. Aber wenn Sie jetzt das entsprechend auch Ergebnis schon so hatten, wie ich es Ihnen gezeigt habe, dann dürfte das auch kein Problem sein, beziehungsweise dann ergibt sich ja diese Kontodarstellung automatisch. Und dementsprechend ist das, glaube ich, ganz gut nachvollziehbar. Also zum Abschluss jetzt vom externen Rechnungswesen. Eingangs schon erwähnt, wichtig, Übungsaufgaben, dass man die kann, dass man das grundsätzlich, sage ich mal, verstanden hat. Ich werde, das kann ich auch sagen, mit Sicherheit auf theoretische Fragestellungen hier verzichten, sondern Sie sollen das so einigermaßen anwenden können. Und natürlich mache ich diese Übung nicht und auch nicht die ganzen Übungsaufgaben, wenn Sie nicht irgendeinen sinnvollen Bezug zur Klausur hätten. Das kennen Sie, das Spiel, das brauche ich eigentlich auch nicht zu wiederholen. Okay, wir machen dann entsprechend mit, extern, mit Entschuldigung, internem Rechnungswesen weiter. Bis dahin, alles Gute, ciao, ciao.